Und im Hintergrund siehst du einfach nur das Flugzeug irgendwo in den Canyon crashen. Vor allem eine der Sachen, wo in diesem Spiel ganz bekannt war, die Voice Clips. Alter, ich sag euch, die Voice Clips, ne? Wenn ihr davon irgendwann nicht die Schnauze voll habt, dann macht ihr mit dem Spiel irgendwas ganz verkehrt. Weil jeder wiederholt seine Voice Lines gefühlte 30.000 Mal. Es ist wie Sonic und Knuckles und Knuckles und Knuckles und Knuckles. Oh ja, Bugs und Glitches. Das Spiel ist alles andere als bugfrei. Ich meine, an sich, Knuckles ist echt ein Arschloch. Er benutzt seine Freunde als fucking Volleyball. Ich meine, stellt euch das mal im realen Leben vor. Da kommt euch ein Feind entgegen und ihr schmeißt einfach einen eurer Freunde nach ihm. Das Spiel ist an sich nicht schlecht. Ich meine, ist eins der Sonic-Teile, wo man sich noch sagen muss, gut, ich kriege nicht unbedingt Brechreiz. Okay, cool. By the way, so bekämpft man die Bosse hier. In der Regel mashst du einfach. Eben. In der Regel mashst du. Die Bosse bestehen in diesem Spiel zu knapp 80% aus Mashen. Aber das Schlimme ist, es funktioniert. Nee, wirklich? Better not touch the fireballs. Was macht Knuckles? Touches fireballs. Geht mal weg, ich hab zu tun, ja? Das stimmt, Tails ist nicht besser. Der schmeißt seine Freunde auch durch die Gegend. Den Schlüssel werde ich verlieren. Oh, kannst auch so... Was war das denn jetzt gerade? Ich sag euch, es steuert sich so, wie es aussieht. Es steuert sich so, wie es aussieht, nur schlimmer. Es sieht immer voll easy aus auf Papier. Und dann spielt man das mal selber und denkt sich so... Oh, die Teamfights. Oh, darf ich euch einen Tipp geben? Ich gebe euch mal einen Tipp. Pass mal auf, der geht jetzt aufs Haus. Der kommt for free und das ist etwas, das werdet ihr in eurem gesamten Leben immer brauchen. Ist nicht wie Algebra oder so ein Scheiß. Das werdet ihr immer brauchen. Pass auf, hier. Spambi. Just Spambi. 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 Einfach Spambi. Seht ihr? Spambi. Marriage? No way! Aber Sonic, denk doch an die Steuerklasse. Habe ich gemacht. Was zur Hölle? Das Spiel ist. Okay, I fixed it. Alter, das sah aus, als hätte man Knuckles einfach aufgehängt. Was hat der da. Wonach hat der da gerade gecharged? Ist da ein Gegner gewesen? Ja! Wo kommt denn der her? Weil der sich durch den scheiß Block gemorpht hat. Ich meine, stellt euch vor, so Knuckles würde auf Eggman eindreschen, so Mortal Kombat Style. So meine ich das. Nicht so, ne, wie damals einfach so. So, oh, ich habe ihn gehauen, jetzt fliegt der Cartoony durch die Gegend. Haha, zany! Ich meine richtig Mortal Kombat Style. Mit X-Ray und allem. Totally tubular.
Was mich gerade frage, wo du ja sagtest, wegen Switch und Wii U und so weiter und so fort, ne? Ja. Gibt's Konsolen for Rent oder so? Konsolen for Rent? Von wegen, man bezahlt 50 Euro, damit man das irgendwie 50 Tage benutzen darf oder so? Ja, sowas gibt es. Weißt du auch, wie man sowas nennt? Hm. Blockbuster, und das ist bankrott. Ah. Die hatten das damals. Das war doch nur die Spiele, oder nicht? Nee, die hatten auch damals tatsächlich Konsolen verliehen. Oh wow. Skype ist noch besser, das ist ein Gerücht. Das will ich vor allem wissen, hm. Wo. Wo ist Skype besser? Ohne Scheiß, den Ganzen. Die Soundqualität ist schrecklich. Du kannst die Leute nicht einzeln pegeln. Irgendwer muss immer einen Gruppencall hosten. Ja. Warum ist dieses Spiel gerade so buggy? Hattest du, wo wir gerade davon geredet haben, hattest du gelesen? Gelesen? Ja, wenn man gleichzeitig in seinen Mund kotzt und was reden will. I just barfed. Nein, ich hatte plötzlich ein Luftaufstößerchen, ein Rülpschen. Okay. Ich meine, die lassen sich jetzt gerade aus einer Kanone schießen. Wäre Sonic auch nur 10% realistisch, würde diese Kanone einfach nur einen Haufen bunter Blutfetzen durch die Gegend spucken. Peggy 12. Peggy 12. 25 Sachen, die man mit meiner Ananas machen kann. Hast du sie eigentlich geheiratet? Was? Hattest du die Ananas geheiratet bei den 25 Dingen, die man mit einer Ananas machen kann? Ja, dann geschieden. Oh. Ja. Was passiert? Hat man sich einfach auseinandergelebt? Nee, oder? Sie hat mich mit einer dreckigen Mango betrogen. Achso, ich dachte, sie war dir zu sauer oder so. Nee, sie hat mich mit einer dreckigen Mango betrogen. Ich hoffe ja, ihr habt euch den Lebenshinweis, den ich euch vorhin gegeben habe, gemerkt. Ne? Weil jetzt kommt er nämlich wieder. Deswegen sage ich ja, das ist etwas, was ihr euer Leben lang brauchen werdet. Immer und immer wieder. Deswegen sagt mir nochmal, was habe ich euch vorhin gesagt? Was ist diese super wichtige Lebensmotivation? Es heilt alles. Richtig. Spam B. Mash B. Spam B. Chicken B. Andy, you fucked it up. Die Gedanken und Erinnerungen von Leuten zu mixen, das war irgendwie... What? Oh. Was war das denn jetzt? Ich meine, das Einzige, woran ich mich jetzt effektiv erinnere, ist Big Mom mit dem Kopftuch. Ist mein Internet gerade am Sterben oder deins? Oder um es anders auszudrücken, fuck you, Camera. Mystic Knights, they come to save the light. Mystic Knights ist wie Power Rangers, nur in altmodisch. Im Mittelalter. Und war eigentlich gar nicht mal so schlecht dafür eigentlich. Ich mochte den blauen. Ich mochte den blauen. Vor allem, es hatte genau dieselbe Farbthematik wie Power Rangers. Der Rote ist der Anführer, der Rest ist billig. Kennst du die Serie, wie hieß die? Super Babies? Ultra Babies? Mega Babies? Mega Babies! Mega Babies! Was hast du dir jetzt ausgedacht? Nein, es gibt wirklich, die ist praktisch auf demselben Niveau wie Ren und Stimpy, nur wenn Ren und Stimpy Babies als Superhelden hätte. Das ist Mega Babies. Ich hab keinen Bock mehr auf diese dreckige Kack-Mist-Kack-Page. Aber wenn man Nucleus erstmal auf 3 hat, dann wird sowieso genugt. Nucleus klingt halt so, als ob du irgendein Spiel so halt spielen würdest. So, ich spiel das ohne Nukes. Nucleus. 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 So Klasse Run. Vom Speedrun. Ja, Nucleus. Hey, Hackbraten, es geht. Fand die. Oh, warte mal.
Tails stirbt und danach hört man Yeah! I'm dead! I'm dead inside! Ja, komm, startet das verdammte Ding, meine Güte! Starte das verdammte Spiel! Die Leute, die immer einfach sich nicht trauen, den Teleporter zu aktivieren, wenn wir 12 von 12 Leuten sind, meine Güte! Was war das denn? Ich habe diese Kanone gerade gesehen und die hat einfach mal irgendwie dich nur ausgespuckt, aber nicht geschossen. Das Schlimme ist, wenn du mit Knuckles in die Kanone gehst, kannst du A oder B drücken und es reagiert auf beides unterschiedlich und ich wusste nicht mehr, was war das, was mich umbringt und was war das, was mich rettet. Also. I chose the wrong option, obviously. Ja, so. Die letzten Beyblades, die ich damals mitgekriegt habe in meiner Jugend, das waren die aus Metall waren. Ja. Die Metall-Beyblades. Wo du damit... Das war immer witzig, wenn du gegen jemanden gekämpft hast, der kein Metall-Beyblade hat. Das Ding wurde meistens total zerfetzt. Mhm, zwei bis fünfmal spielen und dann war einfach alles tot. Mami, der hat mein Beyblade kaputt gemacht. Das ist deine Schuld, ist mir scheißegal. Fuck you. Nee, ich meine wirklich, du könntest so deine eigene Beyblade-Legacy damit aufbauen. Du gibst deinem Kind einfach seinen ersten Beyblade und es ist einfach so einer aus Metall und zerstört einfach sämtliche Competition. Ja, kann lachen. Irgendwie sowas. Sie kann lachen? Alter, das ist aber eine krasse Fähigkeit. Mila kann lachen und irgendwas mit dem Fujiyama. Wie jetzt die Serie, wo der Gegner Müsli Bob heißt? Dark Super Sonic, was? Was? Müsli Bob? Müsli Bob? Ich will unbedingt eine Serie sehen, die, wo der Antagonist Müsli Bob heißt. Ne, hey, Schosch, Leute. Hier euer Mr. Schoschmann nochmal. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Und das war jetzt mein erstes Video, was ich mit Adobe Premiere geschnitten habe. Also, wenn ihr da irgendwie noch Verbesserungsvorschläge oder Tipps habt, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Sonst, wenn ihr das Ganze hier, wenn ihr meine Videos oder mein Content generell unterstützen wollt, generell Kommentar hinterlassen oder ein Like, wie ihr abonniert, das wisst ihr selber. Das muss ich euch also nicht nochmal erzählen. In dem Sinne, euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.